Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, willkommen meine lieben Knollen und Knollinnen. Ich hoffe, ihr seid nicht ausgestorben, so wie die Peter-Lustig-Folgen, die uns immer wieder verwehrt werden, von meinem Podcast-Partner Julian. Es gibt ja inzwischen, das wissen wir Fans ja, mehr Fritz-Fuchs-Material als Peter-Lustig. Und da müssen wir dem natürlich gerecht werden. Ja, da verstehe ich. Da möchtest du natürlich prozentual das in den Podcast mit genau, einfließen lassen. Richtig, oh. Ja. So wird das jetzt sich hier ausbreiten, glaube ja, ich. Ja, schade. Letzte Folge hinterm Bauwagen heute. Na, du hast es ja in der Hand. Also das ist ja uns ja, okay. Bekannt. Du kannst das ja jederzeit ändern. Dann machst du einfach, jede zweite Folge ist mit einem anderen Partner. Genau, sehr gut. Aber ich möchte nochmal ein Zitat von dir hervorrufen. Letztes Mal hast du gesagt, du magst die Fritz-Fuchs-Folgen auch. Ich werde dich da immer wieder drauf festnageln. Ja, ist auch eigentlich so. Allerdings, das Problem ist natürlich jetzt eine relativ aktuelle Folge. Wir haben noch nie so eine aktuelle Folge besprochen wie die Folge 331 Kartoffel, die letzte ihrer Art aus 2015 aus dem Mai. Staffel 34, also richtig etablierter Fritz-Fuchs. Ja, und sehr alter Herr Paschulke. Daran erkennt man es, glaube ich, am meisten. Ja, darauf kommen wir zu sprechen. Immerhin eine Paschulke-Folge. Also diese Folge hat ja eigentlich alles, was dein Herz höher schlagen lässt. Sie hat Kartoffeln, sie hat eine Competition und sie hat auch Herrn Paschulke dabei und damit auch so ein bisschen altes Löwenzahn. Ja, aber nicht Competition in der Art und Weise. Ja. Das musst du schon zugeben. Ja. Aber okay, gut. Schauen wir mal, was die Folge inhaltlich uns bietet. Dafür haben wir wieder einen kleinen Text. Und die Frage ist, wie immer, wer beginnt? Das ist mir gleich. Von mir aus kann ich anfangen. Also, dann fang doch an. Der Text, muss ich dazu sagen, das ist immer ja der offizielle Pressetext. Und in diesem Fall, lasst euch da nicht verwirren da draußen. Der ist ein bisschen, also da hätte man besser machen können, finde ich. Aber auch wenn die da schreiben, dass es eine Gitarre namens Klaus Dieter gibt, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, okay. Also, der Pressetext. Die leckere Laurentia gibt's nicht mehr. Fritz Fuchs tut alles für die Artenvielfalt und möchte die ausgerottete Kartoffelsorte neu züchten. Aber irgendjemand boykottiert die Aktion. Potato Pamela verkauft auf dem Markt nur noch 2 ebenmäßige Kartoffelsorten. Fritz wettet mit ihr, dass seine Laurentia-Nachzucht jeden Geschmackstest gewinnt. Am Tag der Wetteinlösung sind jedoch alle seine Knollen verschwunden. Bis auf eine. Fritz erforscht, weshalb die Vielfalt der Kartoffelsorten der Einfalt weicht. Er findet heraus, wie die Kartoffel nach Europa kam und auf kurvigen Wegen zum Hauptnahrungsmittel wurde. Ja, ich stimme dir zu, das ist ein völlig furchtbarer Text. Ja, es ist nicht die richtige Reihenfolge irgendwie. Es geht so hin und her und vor und zurück. Also das ist ein bisschen komischer Text. Aber wir gehen der Folge jetzt ja einfach mal auf den Grund und schauen uns das an. Ich möchte natürlich deine Punkte noch nicht hören. Ich möchte nur so mal grob hören. War es jetzt okay für dich oder wie fühlst du dich mit dieser Folge? Als ob ich irgendwo ein Jahr in Afrika war. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir nach all der Zeit? Nein, es ist eine gute Folge. Ah, okay, gut. Das freut mich. Und sie hat ja auch sehr viel an Vielfalt, an Kartoffelvielfalt, aber auch so an verschiedenen Schauplätzen, wo eigentlich nur zwei, drei verschiedene. Wir sind auf dem Markt, wir sind am Bauwagen und wir sind auch bei Paschulke im Garten. Anfangen tun wir in der Tat auf dem Markt. Der Fritz kauft ein, alles Mögliche und möchte jetzt als nächstes die leckere Laurentia kaufen. Das ist ja seine Lieblingskartoffel. Mhm. Ja. Und das tut er auf dem Markt, so wie Peter es auch einst tat. Genau. Sehr löblich. Nicht im Supermarkt irgendwie da so ein 2,5 Kilo Sack Kartoffeln geholt, wo sich's nur noch unterscheidet in vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Nein, er geht auf den Markt und holt sich seinen Bedarf. Sehr, sehr löblich. Man sieht ja auch verschiedene Einstellungen auch vom Markt. Man sieht eigentlich, dass es so eine, ja, der Markt ist nicht so ein richtiger Marktplatz, sondern eine Wohnstraße entlang. Ja. Würdest du aber sagen, es ist auch ein echter Markt wieder? Ja, also der Stand von Pamela zumindest, ja, kann sein. Ich bin ja nicht so ein Marktgänger, aber es sieht irgendwie so ein bisschen künstlich aus. Es sieht also ein bisschen billig aus. Der Stand von Pamela ist fake, aber sowas von, das ist ja nur Quatsch. Umso schlimmer ist es, dass wirklich da wie viele Druckerzeugnisse gab, wo drauf steht Pamela's Potatoes. Warum finde ich es furchtbar? Hast du es auch gemerkt? Okay, vielleicht nicht. Absolutes Deppen-Apostroph. Pamela's Potatoes. Ach so, ja, naja, es ist ja Englisch.
15-fach aufgedruckt. Es ist ja Englisch. Es ist ja Pamela's Potatoes. Naja. Es ist also so halb. Es ist Englisch. Ich nehme sie in Schutz. Eigentlich wird er ja zu seiner Erna, zu Ernas Kartoffelecke. Also sie haben versucht, den alten Stand so altmodisch wie möglich klingen zu lassen und den neuen so hip wie möglich. Und da steht jetzt aber leider die Pamela, die Potato Pamela. Und Erna gibt's nicht mehr. Und das Problem ist aber weniger, dass es Erna nicht mehr gibt, sondern in erster Linie, dass es seine Lieblingskartoffelsorte nicht mehr gibt, die Laurentia. Und die Pamela, die hat da einfach nur die Standardsorten, die man wohl auch im Supermarkt kaufen kann, benennt die aber schön. Feste Grazia, mehlige Mendi. Diese Kartoffeln, das ist ja durchaus üblich, die haben ja solche komischen Namen, ne? Ja, aber ich verstehe das Prinzip zwischen diesen Namen nicht. Also mehlige Mendi, okay, perfekt. Feste Grazia? Ja. Warum hat man nicht gesagt feste Fiona? Warum macht man das? Ja, so, das ist so ein bisschen dahin geschludert, ne? Ja, ne? Also da hat man sich Mühe gegeben, das alles so groß aufzuziehen und dann feste Grazia. Na gut, von mir aus. Ja, sehr schön hier ein Detail zu beachten, dass da steht wieder so eine Waage, so wie wir das bei der Tomatenfolge schon kennen. Bei der Tomatenfolge war die Waage einfach aus, ne, so wurde einfach dahingestellt. Mhm. Hier ist die Waage an, der Korb steht allerdings drauf mit 650 Gramm und die wird auch nicht tariert, als sie anfängt abzuwiegen. Das finde ich ganz furchtbar. Denn so ein Tara ist sehr wichtig, das muss nämlich immer geprüft werden. Alle 2 Jahre ist, glaube ich, so ein Eichtermin. Ne? Genau, ja. So ein Eichtermin, wo das dann mit so einem Aufkleber auch verifiziert wird, dass diese Waage korrekt funktioniert. Und das ist auch ein Punkt, der häufig auf dem Markt zu Diskussionen führt. Warum? Ja, sie wiegen ja die 1 Gramm Plastiktüte damit. Sie wiegen ja meine eigene Stofftasche. Aber muss das dann vielleicht so geeicht sein, dass die schon, dass das quasi auf Null steht, wenn die Tüte drauf ist? Also wenn man jetzt ganz genau sein will? Also bei den Plastiktüten machen die das nicht. Das darf man sogar, der Supermarkt oder Markt oder das Restaurant, wenn die Salate verkaufen, die man wiegen muss. Die dürfen das, die Plastiktüte mitwiegen, weil sie sagen, ja, haben wir ja auch Geld bezahlt für diese Plastiktüte, ist da in dem Puffer mit drin, weil diese Plastiktüte auch, glaube ich, nicht mal 1 Gramm wiegt. Das sind ja diese ganz, ganz dünnen, die du auch so beim Obststand bekommst. Insofern, ja, schwierig, aber es führt wirklich jedes Mal zu diesem Aufschrei, obwohl meistens der Verkäufer oder der Verkäuferin nicht mal die Schuld führt, weil die nehmen dann das und drücken ganz schnell auf Tara. Der Kunde kriegt das aber nicht mit, dass das Ding jetzt auf Null steht, sieht nur seine Tasche da auf der Waage und denkt, oh, ich bezahle doch nicht meine eigene Tasche mit. Also dieses Geeichte, das ist und das Tara gedrückt wird, ist echt wichtig. Deswegen ärgert es mich total, dass hier das 650 Gramm Korb mit berechnet wird. Komisch, dass sie sich bei solchen kleinen Sachen nicht so... dass die da nicht so drauf achten irgendwie, ne? Und vor allem, die haben ja wirklich alle so große geflochtene Körbe da, die Kunden auch. Ja. Gut. Fritz sucht seine Laurentia, die gibt's nicht mehr. Und interessant ist, es kommt ja dann dieser Herr vom Ordnungsamt dazu, der ja in unserem Podcast zum allerersten Mal auftaucht, allerdings in weit mehr als 40 Löwenzahnfolgen schon dabei ist seit 2012. Den Herrn Klute werden wir also öfter sehen. Mit dem wird Fritz da wahrscheinlich öfter mal zu tun haben. War er nicht bei der ersten Folge dabei? Echt? Was war das? Frage ich mich. War er nicht dabei? War er dabei? Kann man das da gab es doch auch ein Ordnungsamt. War das wer anders? Ja, red du mal ein bisschen. Ich versuche das mal kurz zu recherchieren. Weil Herr Klute, der erinnert mich so ein bisschen an die Camper, und zwar an Herrn Pröter oder wie er von Herrn Evermann immer bezeichnet wurde, als Herr Prötter. Der Klute ist so dieser leicht devote Ordnungsamt-Fuzzi, der zwar immer nach Recht und Ordnung geht, aber letztendlich auch immer ein bisschen einknickt. Ja, der Stand, der muss geprüft werden. Ich messe mal kurz nach. Also ich glaube, das ist nicht recht. Sehr so. Es ist ja sympathisch auf eine Art und Weise, aber seinen Job hätte er vielleicht doch nicht in dem Maß ausführen müssen. Da wäre vielleicht ein In-Job in der Sachbearbeitung besser gewesen oder so. Also der Herr Klute ist tatsächlich noch nicht in der ersten Folge mit ihm dabei. Wunderbar. Der kommt später dazu. Aber hätte natürlich sein können. Auf jeden Fall kommt er noch sehr, sehr oft dazu. Ja, also ich denke mal, du wirst ja Holger Handke, möchte ich noch kurz erwähnen. Wer kennt ihn nicht? Wahrscheinlich hat er auch eine schöne Filmografie. Was wolltest du sagen?
Ja, wir werden ihn jetzt öfter sehen, denn du bist ja sicherlich auf den Geschmack gekommen und wirst dir nachher eine weitere Folge mit Herrn Klute wünschen. Ne, das ist ja ganz klar. Wir gehen jetzt erstmal die Klute-Folgen durch und erst dann schauen wir uns wieder um. Wie das hast du gesagt? Das sind 40 Folgen? Ja, als 40 Folgen. Ich kann kurz sagen, dass es auf ZDF TV, der offiziellen Seite von Löwenzahn, auch ein Best-of Klute gibt, wer das sehen möchte. Ich habe es mir nämlich ganz kurz angeguckt, tatsächlich. Ist so um diese Rolle einmal ganz kurz zu analysieren, weil ich auch gesehen habe, dass er sehr oft vorkommt, ja. Aber dann immer so drauf ist. Ja, er ist immer so drauf. Ja, das ist natürlich ein guter Part. Die ganzen anderen Kunden um Fritz herum, die wollen auch eigentlich lieber diese alten Sorten. Ja. Und Fritz hat ja auch eine familiäre Bindung zu Laurentia und da kommen wir gleich auch noch zu, guckt sie ja noch alte Familienfotos an und er hätte schon gern diese Kartoffel. Und dann kommen sie ja, wahrscheinlich gibt es nachher einen Realismus-Kartoffelabzug, wenn wir schauen, wie realistisch ist es, dass die dann einfach so einen Wettbewerb machen und quasi ja um die Existenz von Pamela den Wettbewerb auch herum gestalten. Also man sagt ja, okay. Wie realistisch ist es vor allem, dass auf einmal so eine Masse an diesem Stand steht? Oh, da wird diskutiert, da muss was sein. Oh mein Gott, ich guck mal schnell. Oh, hast du gehört, da drüben, da ist was los. Das Ordnungsamt ist sogar da. Der Klute. Klute ist auch vorbeigekommen. Trotzdem, die Masse setzt sich durch. Sie wollen alle gerne diese alten Sorten haben und die fancy Potato Pamela muss sich dem beugen. Und dann wird halt ein Wettessen ausgemacht, die alten Sorten gegen die neuen Sorten. Und so geht die Szene dann erstmal zu Ende. Fritz hat also wieder was zu tun und braucht jetzt aber auch ein paar Laurentias. Ja, also, ja gut, Wettessen, ich würde es eher als Testessen bezeichnen, Wettessen klingt so ein bisschen komisch, aber jetzt braucht er natürlich diese Laurentia erstmal wieder. Er hat aber gar keine mehr. Er hat keine mehr und dann telefoniert er was ab, er hat dann sich so einen Zettel gemacht, so einen blauen Zettel, Laurentia steht da drauf und dann ruft er überall an und da, ich habe mir das mal gescreenshottet, erst beim Hofladen Bärstadt, dann bei Kartoffelgut Schifferstadt, dann beim Kartoffelkönig, das ist auch sehr witzig. Er ruft auf Kartoffelkönig. Ja, schöne Anspielung. Dann bei Bauer Weininger oder Wenninger, am Kartoffelhof Schallmann, im Bioladen Klaus und bei der Viehmeier GbR. Und nirgendwo gibt es mehr Laurentias. Traurig, oder? Aber wie viele Höfe gibt es denn da in Bärstadt? Ja, und eine Kartoffelkönig auch noch dabei. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, also wer das nicht verstanden hat, in der meiner Lieblingsfolge, ich nenne es mal die Vorgängerfolge, eine dolle Knolle, geht es um den Kartoffelkönig. Deswegen ist es schön, dass es hier mit eingearbeitet wurde. Ja, er telefoniert und ich muss wieder Fakten, die wirklich kein Mensch braucht, raussuchen. Das Telefon ist ein Pro 200 von Audioline. Das wird so nicht mehr hergestellt. Du kannst aber für 15 Euro General überholt noch kaufen, wenn du es möchtest. Es ist mir nur aufgefallen, weil dieses quietschgrüne Telefon irgendwie total komisch aussah. Das ist so gelblich-grün. Das sieht aus, als wenn er mit einer Banane telefoniert in manchen Einstellungen. Und das Schlimme ist, das Telefon passt sich Fritz Fuchs auch einfach nur an, weil Fritz trägt da ein dunkelblaues Unterhemd mit einer grünen Weste, darüber noch ein blaues Sweatshirt und eine rote Jeans. Okay. Ja, es ist ein modemäßig ist er jetzt nicht so gut, ne? Da ist Paschulke besser beraten. Kunterbunt. Ja, da waren die Hawaii-Hemden von Paschulke schon besser. Ja. Und er stellt fest, ach du Schande, es gibt gar keine Laurentia mehr. Da gibt es einen kleinen Einspielclip, wo man im Prinzip erklärt, ich dachte, es geht erstmal um die Kartoffelsorten, aber eigentlich geht es darum, dass es keine Sortenvielfalt bei den verschiedenen Gemüsearten gibt, weil man sagt, ja, pass auf Leute, es ist halt das, was am längsten hält und möglichst gleich aussieht, am billigsten zu züchten ist, das wird hier alles verkauft. Regionales, unterschiedliches gibt es nicht mehr so viel. War kurz knapp, ich glaube eine halbe Minute oder so war der Clip nur völlig in Ordnung. Ja, aber hat zwei wichtige Infos. Also ich habe mir auch eigentlich als Kürzel hingeschrieben, Einspieler über die Sorten, aber okay. Ja, genau. Wohl noch kunterbunt geraten, als der Einspieler losging. Ja, es wird die lila Kartoffel gezeigt. Die möchte ich ganz kurz erwähnen, weil die hatte ich zu Weihnachten einmal geholt. Die waren unfassbar teuer. Die hätte ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, sozusagen. Nein, es sollte ein kleines Festessen sein und ich dachte, ich hole mir diese lila Kartoffeln. Ja. Die sind teuer und das hat auch einen Grund, weil die sind nicht wirklich ertragreich. Also die heißen... Noch sehr klein, ne? Ja, geht so. Aber die müssen handgeerntet werden und das drückt sich halt auf den Preis. Die Sorte heißt irgendwie Vitolotte oder so. Und die gibt's halt nur in mehlig, also die sind eigentlich festkochend, die sind sehr fest, aber schmecken mehlig und haben so einen Geschmack nach Maronen, also nach Esskastanien. Ah, ja, okay. Muss man mögen, ich muss es jetzt nicht nochmal haben, allein weil ich
die wirklich sehr, sehr hart in Erinnerung habe, trotz langem Durchkochen. Und das Wasser, das verfärbt sich sehr stark und der Topf hat da echt drunter gelitten, weil ich keinen Edelstahltopf hatte. Ja, wer es braucht. Also ich sag mal, wenn man dazu gezwungen ist, die Hand zu ernten, dann, ja, wenn es nicht mehr ertragreich ist, warum gibt's das dann? Na gut. Es ist halt, es hat eine Farbe. Das ist so wie, ja, natürlich, das sieht anders aus, das kannst du so perfekt vermarkten, ja, kannst deine 3 Euro dafür verlangen. Naja, und in diesem Einspieler singt man Großmarkt. Das finde ich immer sehr interessant. Es gibt nämlich auch Dokumentationen über so einen Großmarkt, wo dann halt immer steht, hier die Kiste Ananas für 5 Euro. Diese Preise sind aber wirklich nur für absolute Anfänger im Großmarkt, weil jeder, der im Großmarkt einkauft, quasi unterwegs ist, kriegt so seine eigenen Preise. Hey Schosch, hier die Kiste. Die sieht aber nicht gut aus. Machen wir wie immer, gebe ich dir 3 Euro, dafür nehme ich dir eine ganze Palette ab. So läuft das im Prinzip auf dem Großmarkt. Ich liebe das. Guckt euch. Warst du schon mal auf dem Großmarkt? Nee, kann man so nicht sagen. Nee. Also ich kenne das auch nur so aus Dokus. Ja, so den klassisch großen Großmarkt war ich jetzt. Wo man dann morgens um 5 schon ist. Ja, dann, du musst ganz, ganz früh da sein, ne, weil sonst kriegst du wirklich nur noch die matschigen Ananas. Und das war's dann. Aber das ist ein knallhartes Business, dieser Großmarkt. Kann man sich gerne mal über, ich glaube, was gibt's da die großen, die über Fruchthof oder so und Fischmarkt sowieso. Kann man sich gerne mal angucken. Ein rauer Ton, rauer Umgangston und viel Bescheißerei. Ja, ja. Du kommst auch nicht so einfach mal eben rein. Dann kann wahrscheinlich jeder was abkaufen, aber du wirst wahrscheinlich beschissen, wenn du als neuer Händler da ja, definitiv dazu kommst. Ne? Ja. Ja, der Fritz kriegt seine Kartoffel auch nicht mehr auf dem Großmarkt, weil es sie halt generell nicht gibt. Er hat dann so ein altes Familienfoto, wo ja seine Onkel, Tante, was war das jetzt bei der Kartoffelernte? ja, so komisch, vor dem Griffbereich. Ja, dann hat er da und will damit deutlich machen, wie wichtig ihm gerade diese Laurentia ist. Aber er hat ja leider keine mehr und kriegt auch nirgendwo mehr eine gekauft. Und muss dann natürlich sich was überlegen, geht zu Paschulke rüber, der in einem Gewächshaus steht und sich offensichtlich aus dem Internet irgendwelche Samen für Blumen oder ich wusste in dem Moment noch nicht genau, was es ist. Ich hatte jetzt gedacht, das wären so Blumensamen. Er weiß es auch nicht genau. Zauberpflanze nennen die das immer. Hat er sich bestellt und weil er da Frau Susemiel mit bezirzen will, um dann von ihr zum Essen eingeladen zu werden oder irgendwie so. Er hätte gern ein Date mit ihr, glaube ich. Genau, Frau Susemiel haben wir erstmal noch nicht, wissen wir noch nicht viel mit anzufangen. Nee, vielleicht später dann so ein bisschen mehr. In diesem Umschlag, auf dem Umschlag steht sogar drauf Solanum tuberosum. Hätte er das, wo er beim Internet schon bestellt hat, vielleicht einmal ganz schnell in die Suchmaschine reingehauen, hätte er sofort gefunden, das ist der wissenschaftliche Name für Kartoffel. Also, okay, ja, das ist einfach nur der Name einer Kartoffel. Und vor allem hat das ist ja wirklich so wie so ein Dungeon and Dragon Papier aus mysteriumbotanicum.de. Dort hat er das bestellt. Die Seite gibt's nicht und ich nehme den Gag vorweg. Ich wollte diese Domain registrieren und auf hinterm Bauwagen.de umleiten. Das wäre witzig gewesen, Aber das war es mir gerade irgendwie nicht wert, meine ganzen Daten wieder anzugeben. Nee, also wer da draußen Lust hat, der darf das gern tun. Einfach umleiten dann. Ja, die Seite ist nicht verfügbar. Nicht mal das ZDF war es, die wert zu kaufen und auf TV Löwenzahn zu verweisen. Also die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Da kriegt ihr ja dann auch so ein Zettel, das sieht ja auch so ein bisschen auf alt gemacht aus. So ist halt draufgedruckt, aber so, das ist ja durchaus, wäre ja eine Idee, halte ich nicht für so ganz unrealistisch. Es gibt ja für alles mögliche Online-Shops, die das dann versuchen, so ein bisschen fancy zu machen. Oder bei vielen Online-Shops kriegst du so eine Box mit Essen aus Süßigkeiten aus Polen, aus Japan und so weiter. Und das ist ja auch immer so ein bisschen hip dargestellt. Ja, aber das funktioniert sehr gut, Genau, dass er selber nicht weiß, was er da anpflanzt, ist natürlich ganz witzig. Jetzt bringst du mich eigentlich auf eine Geschäftsidee. Wollen wir nicht unterschiedliche Blumen oder Früchte oder andere Nutzpflanzen wild durcheinander zufällig verkaufen, ohne dass man als Konsument weiß, was man da bekommt? Ist das erlaubt? Frage ich nochmal kurz. Naja, ich glaube, es scheitert schon daran, weil man die ja zu unterschiedlichen Jahreszeiten einpflanzen muss. Was heißt erlaubt? Warum denn nicht? Wir sagen einfach nur nicht, welche Samen das sind und es ist dann eine Überraschungsbox. Heute die Box aus Australien, in dem es dann nur australische Gewächse gibt, die bei dir zwar niemals hochziehen werden und niemals Früchte tragen werden, aber wir haben trotzdem dein Geld. Prinzipiell wäre ich interessiert. Das klingt nach sehr viel Aufwand und schon sehr viel, sehr wenig Ertrag. Aber ja, weiß ich nicht. Interessant war ich noch bei Paschulke, der in der Tat schon
deutlich gealtert hier aussieht. Ja, also daran erkenne ich, welches Jahr wir gerade gucken. Das ist nun also wieder ein bisschen zugenommen und auch man sieht halt wirklich, dass er in die Jahre gekommen ist. Ja, er hat vom Gewicht zugenommen und dann am Ausdruck irgendwie abgenommen. Ne? Also ein bisschen älter, richtig, richtig alt. Die allerletzte Paschulke-Staffel selber, da guckt er schon so glasig aus sich heraus und da sieht man schon wirklich, oha, dem Mann geht's gar nicht so gut. Werden wir sicherlich auch irgendwann mal die letzte Paschulke-Folge besprechen. Mhm. Aber da, klar, ich meine, das ist jetzt 2015. Das ist natürlich alles schon ewig her. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass anders als bei Peter Lustig, Paschulke wirklich in der Sendung verabschiedet wird, weil er irgendwie in die Südsee so. Ja, genau. Also er ist wohl zum Schluss nicht mehr so oft aufgetreten. Mhm. Dann konnte er wohl manchmal nicht mehr zu Dreharbeiten kommen und dann wird irgendwie so ein Neffe von Paschulke eingeführt, der dann offensichtlich auch diese Szenen dann gespielt hat. Auch ein etwas dickerer Typ, können wir uns auch irgendwann mal anschauen. Und genau, in Paschulkes letzter Folge wird er nur noch so per Skype zugeschaltet und in so einem Greenscreen sitzend irgendwo dann sich vom Acker gemacht in die Südsee verschifft hat. Müssen wir uns irgendwann mal angucken, aber da ist auch bei diesen Szenen, da sieht man ganz klar, dass es ihm wirklich nicht mehr gut geht. Aber immerhin gibt es eine Verabschiedungsfolge mit Paschulke. Ja, das ist... Na, das ist ja... auch was. Finde ich wichtig, wenn man halt auch selbst merkt, dass es nicht mehr geht, so und so hat es Peter gemacht, sich dann halt auch zurückziehen und sagen, ey, meine Gesundheit ist mir jetzt wichtiger als mein Job. Genau. Und in der letzten Folge mit Paschulke selber wird auch ganz viel nochmal so an Einspielern gezeigt. Das ist wirklich eine Folge, die dreht sich um ihn auch. Okay. Ja, dann ist sie potenziell nicht uninteressant. An Retromaterial auch drin, ja. Naja, Paschulke aber jedenfalls wird gefragt, ob er noch so einen Sack Kartoffeln hat, die Fritz Fuchs ihm mal gegeben hat. Und irgendwie reagiert er komisch darauf, ne? So, Kartoffeln. Und dann wird gesagt, ja, haben Sie noch welche? Ja, ich habe sogar noch alle. Ich gegessen. Als ob das irgendwie Gift wäre oder irgendwas. Keine Ahnung, warum er so reagiert. Das wird doch nicht wirklich aufgeklärt. Warum reagiert er so? Hast du eine Lösung? Nee. Und Fritz freut sich ja trotzdem noch zuerst über den großen Sack Kartoffeln, aber die sahen dann alle nicht mehr gut aus. Nee. Er meint, sie wären zu warm gelagert worden und muss sich dann irgendwie was einfallen lassen, dann möglichst aus der letzten verbleibenden guten Kartoffel noch irgendwas draus zu machen. Ja. Dann kommt aber schon Herr Klute wieder aufs Löwenzahn-Grundstück und erst dann wird ja eigentlich dieses Testessen, nennen wir es mal so, richtig amtlich. Der Klute will das ja eigentlich gar nicht und möchte das vermeiden. Und dann sagt Fritz, ja, aber wenn wir da auch was richtig Gutes machen, also sie stimmen dem zu. Und eigentlich will Fritz ja in dem Moment einfach nur Zeit gewinnen, weil er weiß, okay, wenn ich das jetzt selber züchten muss, da brauche ich schon eine Zeit lang. Und dann macht er 100 Tage mit ihm aus. Ich habe halt jedes Mal so im Kopf, wie dann Herr Evermann zu Pröter geht und sagt, ja, aber Herr Pröter, Sie müssen doch mal sehen, Pröter, wenn wir diesen gemeinsamen Platz haben, dann müssen Sie doch auch eingestehen, dass das für die Gemeinschaft wichtig ist. Irgendwie genau die Idee, so dieses also, Feeling ist es. Ja, das stimmt. Also das ist mir so nicht aufgefallen, aber es hat wirklich ein bisschen was von Pröter und dem Benno Evermann. Ja, weil Herr Klute sieht ja auch so ein bisschen aus wie Herr Pröter. Ja, das stimmt. Ein bisschen Ähnlichkeit ist da vorhanden. Also vielleicht stimmt. Kommt das Schauspieler von Prötter auch mal in Löwenzahn aufgetreten? Der ist ja sehr, sehr viel gemacht. Der lebt ja noch sogar. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie der heißt, aber hat auch viel Sketche gespielt früher und so. Vielleicht gab es auch irgendwo so eine Löwenzahn-Folge mit ihm. Müssen wir mal gucken. Es wäre gar nicht abwegig, weil ja Herr Prötter auch die Synchronstimme von Herrn Pichler, dem Sekretär des Bürgermeisters bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg ist. Also wenn die Elfie Donnelly-Verbindung schon wieder existiert und der irgendwo kann ja sagen, dass er auch irgendwo da auftaucht. Dann, das müsste man vielleicht dann mal recherchieren. Aber es wäre sehr witzig. Wünschen, wer weiß. Naja. So, es wurde sich darauf geeinigt, dass dieser Wettbewerb stattfindet, allerdings erst in 100 Tagen. Genau, denn 100 Tage braucht er offensichtlich. Er sagt dem, jetzt nenne ich ihn auch schon Prötter. Er sagte ihm natürlich nicht, dem Herrn Klute, dass er alles nochmal neu züchten muss, sondern versucht es ja quasi dann ein bisschen offizieller zu machen. Dann hat ja auch Potato Pamela mehr Zeit für das Ganze, das ist ein bisschen fairer. Denn Fritz will aus einer alten Kartoffel ganz viele neue machen. Dazu passt natürlich hervorragend ein Clip über das Wachstum von Kartoffeln, wo man auch nochmal erklärt, was man an einer Kartoffel essen darf und was nicht. Und ja, und kurze Zeit später hat er auch schon ein kleines Beet geschaffen dort bei sich. Ja, 100 Tage sind vorbei. Ich frage mich halt so, ja, okay, das Geschäft für Pamela ist jetzt für 100 Tage safe. Und dann, glaube ich, sind sich dann auch alle einig, dass das ja nicht schlecht ist. Aber was ist denn mit Erna? Die hat doch jetzt 100 Tage keinen Verkauf. Na, Erna ist ja, glaube ich, offensichtlich irgendwie, macht das ja auch nicht mehr, ne?
Ja, aber wer nimmt denn dann den Stand wieder, wenn sich das geklärt hat? Oder nimmt Pamela dann die anderen Sorten Ja, auf? das ist ja, also ich will jetzt nicht spoilern, wie das am Ende ausgeht, aber ich sag mal so, Pamela gewinnt ja nicht. Also da müssen wir sowieso gleich am Ende noch drüber diskutieren, wie das am Ende weitergeht mit dem Stand. Okay. Ich glaube, da werden sie ja jemanden finden müssen, der unter den Bedingungen, die jetzt da ja aufgegessen wurden sozusagen, dann das alles macht. Also es ist Ja, und ja, es hätte ist man nicht die Kartoffeln von Erna holen können, dann hätte der Wettbewerb sofort stattfinden können. Ja, egal. Naja, gut, jedenfalls hat er dann relativ schnell sein Beet da gemacht. Und ja, und dann haben wir jetzt wieder so eine Sache. Ich glaube, die werden wir in vielen, vielen Ja, ich weiß, was kommt. Fritz-Fuchs-Folgen jetzt. Dann haben wir so eine Situation: Er gießt seine schon recht gut gewachsenen Kartoffelpflanzen alle. Der Hund, den ich übrigens langsam mag, dieser Hund. Ich finde es auch immer süß, wenn er in seinem kleinen eigenen Bauwagen sitzt. Der Hund Keks ist dabei und irgendwie ist die Welt gerade in Ordnung. Und dann ja, hat er kein Wasser mehr in der Gießkanne und geht kurz weg. Und dann haben wir dieses Element, was wir sicherlich oft haben, dass man schon merkt, irgendwie jetzt kommt irgendein böser Entgegner. Es ist das ZDF, es muss wieder ein Krimi Ja, jetzt vorkommen. passiert was. Wir sehen auch nicht direkt was, aber wir sehen da, irgendjemand setzt da kleine Kartoffelkäfer auf die Kartoffelpflanzen. Und wir wissen nicht, wir können natürlich nur ahnen, womöglich, ich meine, wer bleibt übrig außer Pamela, ne? Naja, Herr Klute Naja, vielleicht. naja. Oder vielleicht ist Schrotti wieder da, oder wie er nochmal hieß. Ich kenne ihn nur als Ja, Schrotti. ja. Man weiß es nicht genau, man weiß es nicht genau. Aber bevor die Aufklärung kommt, gibt es erstmal noch einen Einspieler, und zwar über die Ernte. Ja, den fand ich auch wieder sehr gut. Also das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, wenn so ein Bauer auf dem Feld da rumackert, aber dass er dann zeigt, was alles aus Kartoffeln gemacht wird und besonders auf die Kartoffelstärke zu sprechen kommt, das fand ich sehr spannend. War aber ein bisschen traurig, weil ich weiß ja, dass du immer an der alten Folge von Peter Lustig sehr zu schätzen gewusst hast, was man aus Kartoffeln macht, Pommes und Bist Chips du und alles. das? Und das wird hier einfach nur so in so einer ganz kurzen Aufzählung runtergerattert. Also Ja, und Pommes, Klöße, genau Chips, das. Bratkartoffeln, so, pass auf, und jetzt zeigen wir euch die Stärke. Das ist nämlich genau das, was ich aufgeschrieben habe. Das geht mir alles viel zu Ja, schnell, das dieser glaube ich. Das tut mir voll Einspieler. leid. Man sieht ganz kurz Pommes, paar Bratkartoffeln und dann einfach nur dieses Stärkepulver und dann sehen wir einfach Gummihandschuhe und irgendwelche Aber Plastikverpackungen. ich finde es ja gut, dass der Einspieler so schnell alles verarbeitet, weil ich dachte, es geht jetzt erstmal nur um die Ernte. Nein, dann kommt noch die Verarbeitung Ja, die hinzu. Ernte ist wirklich kaum da drin gewesen. Und ich finde, dass Stärke hier betont wird in einem etwas größeren Anteil auch sehr wichtig, weil die Stärke nun mal etwas ist. Die Kartoffel wird nun mal nicht dauerhaft nur zum Essen benötigt, sondern da wird viel draus gemacht. Ich persönlich hole, wenn ich Speisestärke hole, nur Kartoffelmehl bzw. Ah, ja, Kartoffelstärke, siehst du wohl. weil ich eben auch überwiegend mit Kartoffeln dann damit arbeite. Also ich habe diese niederländischen Pommes, Ras heißen die, Ras Patat habe ich damit gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ist Und denn dazu auch diese berühmte Joppi-Soße? finde ich nicht so gut. Aber die ist Also ich berühmt, kenne die ist die. berühmt. Ja, ich kenne die auch. Sie ist auch in Ordnung, aber da hat sich der Hype bei mir nicht. Also. Also hier in NRW gibt es auch viele so niederländische Imbissbuden, die haben natürlich auch Frikandeln und sowas alles und die machen auch überall dann Zwiebeln dazu. Und diese Joppi-Soße, damit wird groß geworben. Ich habe die vorher nie gekannt. Ja, ich bin auch nicht der größte Zwiebelfreund, vielleicht mag ich die Ja. deshalb nicht so sehr. Aber ansonsten Kartoffelstärke, auch bei ganz normalen selbstgemachten Pommes einmal in Stärke einwälzen. Wenn Ach du so, okay. so Pommes-Schnecke machst, gibt's auch. Du musst da immer den Kartoffelpüree, die Stampfkartoffeln mit Stärke und Ei binden, dass daraus eine feste Masse wird, weil ansonsten hast du ja Kroketten. Naja. Ja, also das ist wirklich sehr kurz abgehandelt. Es tut mir sehr leid. Dann sind wir schon direkt wieder Ja, schon okay. beim Hund Keks, der sehr wichtig wird in dieser Folge. Denn auch er entdeckt ja als erstes die Käferchen. Wobei Fritz ja sich erstmal keine Sorgen macht, weil er sagt, oh ja, geil, Käfer, der hat ja ein hübsches Muster. Und das ist ja auch soweit okay. Da braucht es schon ein paar Schulke. Ja, der scheut diese Käfer wie ein Vampir das Tageslicht, habe ich den Eindruck. Der ist dann wirklich in Panik geraten vor diesen Käfern. Ja, aber er erklärt ja auch warum, ne? Also, wie sagte er es genau?
In meiner frühen Zeit wurden sogar Schulen geschlossen wegen diesen Käfern und was er da alles sagt. Also generell erstmal muss ich sagen, diese Smartphones, die man da sieht. Also Paschulke hat ein Smartphone, ne? Hey, ja, na gut, 2015, warum nicht? Nicht schlecht. Aber auch wirklich in so einem Standard-Opa-Case, also ja. Wenn das runterfällt. Also es ist mehr Hülle als Handy letztendlich. Aber gut, so ist das. Ich kenne das halt auch nicht anders von meinen Eltern oder Verwandten generell. Ja, Paschulke erkennt diesen Kartoffelkäfer sofort. Wir merken so einen kleinen Umschwung. Paschulke ist älter, hat so ein bisschen das Wissen von Peter Lustig anscheinend übernommen. Ja, hat auch diese Erfahrung gemacht. Ist jetzt weise, ne? Ja, ist stimmt. Nicht mehr der Naive. Und wir kriegen diese Kartoffelkäfer dann auch erklärt, was die machen, warum. Ich finde es alles so ein bisschen komisch, dass Paschulke sagt, oh, früher bei uns, weil, soll, wenn man sich über diese Kartoffelkäfer informiert, gibt es aus Wikipedia einen sehr schönen Satz, den ich jetzt einmal zitieren werde. Während des Ersten Weltkrieges verbreitete man in Deutschland, dass Frankreich beabsichtige, mit der gezielten Vermehrung des Käfers die Lebensmittelversorgung im Deutschen Reich zu gefährden. Also das passt aber so terminlich nicht ganz so. Also so alt ist Paschulke dann doch nicht für den Ersten Weltkrieg. Dass ihm da so ein kleines Trauma eingesetzt wird, das finde ich gerade in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber na gut, dann soll es so sein. Also er wird auf jeden Fall dazu genötigt zu sagen, dass diese Biester wirklich ganz, ganz schlimm sind und wir kriegen einen Spieler zu Kartoffelkäfer. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die jetzt noch kennenlernen. Nee, ich auch nicht. Ich finde es auch süß, wie Fritz die versucht wegzusaugen dann später. Ja, mit so einem, was er nicht alles da hat, ne? So einen kleinen Staubsauger. Kartoffelsauger. Der sie auch nicht direkt tötet oder so, sondern er zeigt dann auch hier, übrigens, hier sind die jetzt drin und die setzen wir natürlich an freier Wildbahn aus. Peter hätte da einfach drauf, einmal drauf getreten wahrscheinlich auf diese ganzen Käfer. Ja. Und ich dachte auch so die ganze Zeit, jetzt ist Paschulke der Schlaue und wo ist seine naive Art? Aber dann findet er doch noch eine Riesenpackung Insektengift. So, das Paschulke, ist danke. Gut, ne? Das ist richtig gut. Er staubsaugt alles ordentlich weg und dann steht Paschulke mit einer Riesenflasche da mit so einem großen Kreuz Totenkopf, hier, so Totenkopf drauf. Genau. Also richtig, richtig geil. Das ist unser Paschulke, wie wir ihn lieben. Ja, weil das wäre nämlich seine Art gewesen, das genau, zu lösen. Genau. So hat er doch bestimmt noch im Gartenschuppen noch über. Jawohl, sehr schön. Aber nein. Fritz Fuchs hat alles im Griff. Und dann kommen wir zu einem Einspieler, den ich auch sehr gut noch aus Peter Lustig-Zeiten kenne, nämlich die Historie des Ganzen. Ja, ja. Jetzt kommt der alte Fritz zum Vorschein. Ne? Genau, warum gab es, warum ist die Kartoffel irgendwann so berühmt geworden? Hier wird erklärt, dass es halt früher immer nur Getreidebrei gab. Mhm. Also das kann man sich halt unter Haferflocken Porridge. Mit Wasser, also Haferschleim. Porridge, sagt man heute. Porridge ist der Grund, warum das Ding heute für 6 Euro verkauft richtig, werden kann. Genau. Früher hat mein Vater mir vor sowas Angst gemacht. Na, wenn es irgendwas zu essen gab, was ich nicht mochte, hat er gesagt, ja, wenn du das nicht isst, dann erzähle ich dir wieder von meiner Bundeswehrzeit, in dem es nur Haferschleim gab. Das war so ein bisschen, Haferschleim. Ja, und heute Porridge mit ein bisschen Schoko oder Früchten für 6 Euro ist im Prinzip nur Haferflocken für 25 Cent. Ja, okay, man weiß, wie man es verkauft. Aber ja, das wird so ein bisschen erklärt, dass eben dieses Getreide, Grundnahrungsmittel, also ein bisschen einseitig war. Es gab dann auch Kartoffeln. Ich muss es jetzt hier nicht so ganz neu erzählen, weil genau dasselbe haben wir bei Peter Lustig in der Dollen Knolle auch erfahren. Ach, dass wirklich? Die, okay. Von den Vorfahren, die Früchte. Kam da auch Friedrich der Große zum Einsatz? Ach, ob er so hieß? Ich glaube ja. Ich glaube sogar doch, ja. Wahrscheinlich hat Peter auch gern den alten Fritz so genannt. Ich habe das mal kurz gegoogelt, dass du wirklich, also wenn du diesen Menschen googelst, ist das Wort Kartoffel so das nächste Wort, was Google dir vorschlägt. Ja, doch, ich also, glaube, genauso hat das auch erklärt. Schon die Vorfahren wurden krank an den Früchten. Ja, und genau. Damit die armen Leute von dem Volk, das regiert wurde, aber trotzdem davon naschen, wurden dann Wächter aufgestellt, die dann einfach rein zufällig nachts gingen, damit die dann die Kartoffeln klauen und neu anpflanzen. Ja. Und ich finde das so super. Ich finde das beides sehr gut erklärt. Es hat beide im Prinzip dieselben Inhalte. Ich glaube aber, oder ich finde, oder es ist mein Gefühl, dass es in der Fritz-Fuchs-Folge noch ein bisschen besser erklärt wurde als bei Peter. Ich finde das auch toll. Also ich mag auch die Animationen da. Also da sind wir ja auch durch den, wie hieß er noch, der alte, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Schmuggler, der alte
Fabian, der alte Sebastian, der alte Sascha. Der alte Sascha, ja genau. Also sind ja durchaus viel, viel Schlimmeres gewohnt. Und auch was Cartoons angeht, also normalerweise mag ich ja auch immer so retrohaft was Älteres, aber hier muss ich sagen, die Einspieler finde ich alle viel schöner. Also ja, auch von der Animation her wirklich schön gemacht und klar, alles erklärt und niedlich. Das finde ich, fand ich wirklich, also bis jetzt, wir haben ja erst zwei Fritz Fuchs Folgen, aber bis jetzt da schon mal die volle Knolle sozusagen dafür. ja, und Fritz sitzt jetzt wieder an seinem Tisch. Immer wenn er an diesem Tischchen sitzt, dann denke ich noch viel mehr an Peter als sonst schon, weil das ist irgendwie so diese Kulisse, wo Peter auch immer sitzt und ganz viel erklärt hat. Er kocht schon mal drei seiner Laurentias vor und will die ausprobieren und dann kommt schon wieder, nennen wir ihn jetzt doch einfach Prötter, dann kommt schon wieder Prötter, diesmal mit Potato Pamela, um nochmal das Reglement abzuklären. Mhm. Ne? Genau, also irgendwie, jetzt sind sie halt zum dritten Mal da und erklären alles. Ja, es sind ja 100 Tage vergangen. Ja, aber er ist ja auch vom Ordnungsamt, das heißt, es muss auch also, alles. Also, ich sag mal so, bei Peter hätte man diesen Zeitsprung nicht erklärt, ja, und das hätte man mir wieder ganz schnell in den Realismus reingehauen. Oh. Hier finde ich das in Ordnung, jetzt ist lange her, die Kartoffeln sind fertig, morgen oder wann auch immer findet der Wettbewerb statt, dann sprechen wir nochmal darüber. Und er sagt ja auch, ja, möge die Bessere gewinnen und dann, ach, ich meine natürlich die Kartoffel, das ist alles schon ganz nett, Paschulke kommt, isst schon mal eine und fragt auch direkt quasi, ob er dann nicht auch dabei sein kann. Ja, das ist mein Paschulke. So, brauchen Sie noch einen Testesser? Kommt wieder mit seinem Hawaii-Hemd. Brauchen Sie noch einen Testesser? Ich kann noch essen. Genau, der Nachbar, ne? Total neutraler. Ja. Zu den Testessern kommen wir ja gleich noch. Also die möchte ich auch noch mal kurz einzeln mit dir gleich durchgehen, wenn es möglich ist. Ja, gut, okay. Paschulke setzt sich hin und isst die schon mal. Das Reglement ist soweit durch. Und dann ist der nächste Tag, der große Tag. Fritz hat sich gut ausgeschlafen, hat so richtig Kartoffelhunger und will diesen Wettbewerb angehen. Er hat ja eine große Ernte gehabt. Jetzt ist aber keine der Kartoffeln mehr da. Aber wieso lässt der Idiot auch seine Kartoffelernte da draußen stehen? Naja, weil auf diesem Grundstück wird ja auch immer die Wohnungstür offen gelassen. Es wird alles draußen liegen gelassen. Genau, das wie das Brot. So, ne? Peter hat das Brot auch draußen. Ja, genau. Oder? Das ist ja irgendwie so, ach, wir sind hier im tiefsten Dorf. Hier passiert schon nichts. Ja, hier kennt jeder jeden. Da ist immer irgendjemand. Irgendjemand pisst dir immer in die Wasserprobe, sag ich mal. Ja. Sehr schöne Anekdote. aber ja, man müsste eigentlich schon wissen, nach all den Krimis, die jetzt da passiert sind, dass da eigentlich immer was ist. Aber na gut, vielleicht hätte er sich auch so ein Lampensystem wie Peter bei den Maulwürfen, Spoiler, nutzen müssen, dass wirklich sofort Alarm geht, wenn da jemand auf sein Beet kommt. Aber die Maulwurf-Folge. Ja. Naja, eine Kartoffel findet er ja noch. Eine findet er ja noch. Und da muss er natürlich dann die benutzen. Dann kann er nicht nochmal 100 Tage raushandeln. Nee. Währenddessen sehen wir Herrn Paschulke, der, ja, sagen wir mal, dem es gar nicht so gut geht, wo natürlich jetzt als allererstes, ich denke, jeder denken würde, das liegt an den Kartoffeln, die er vom Vortag von Fritz gegessen hat. Ist aber nicht so. Er hat seine eigene Zauberpflanze gegessen, wo es dann in der Tat herauskommt, auch das ist eine Kartoffel, aber er hat jetzt es so gemacht wie seine Vorfahren, nämlich falsch, ne? Ja, 16. 17. Jahrhundert, gehen wir zurück. Er hat die Früchte gegessen. Ja. Und dafür, dass Paschulke sich so gut mit Kartoffelkäfern, den er sofort erkennt, auskennt. Ja. Und auch wirklich generell, also das ist traurig. Er hat ja nicht so viel davon gegessen, deswegen muss jetzt nicht gleich der Krankenwagen kommen. Und es reicht ja immer noch, um trotzdem als Helferchen gleich wieder dabei zu sein beim großen Testessen, was stattfindet. Jetzt bin ich gespannt, was das war. Da habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich würde gerne gleich einmal, also erstmal sind relativ viele Statisten dabei, also noch relativ viele, also so mal 10, 15 Statisten und dann halt diese ganzen Testesser. Und das Team Grün besteht aus Fritz und Paschulke und das Team Rot eben aus Pamela Potato, die hat einfach nur ihr ganz normales Zeug an. Und dann stellt Herr Klute, erstmal nochmal ganz kurz, guckt euch einmal die Mütze an, die Paschulke trägt. Ja, also die ist furchtbar. Wirklich, also richtig dämlich, ja. Also bei der Dollen Knollenfolge gibt es auch die Mütze des Kartoffelkönigs, oder verwechsel ich das jetzt? Ja. Sieht so ähnlich aus, oder? Ein bisschen.
Obwohl, warte mal, nein, gab's die? Nein, du verwechselst es, glaube ich, mal mit der Brotfolge, mit der goldenen Bäckermütze. Ja, genau, die goldene Bäckermütze, auch so bescheuert aus. Die sieht auch richtig furchtbar aus. Paschulke ist schon niedlich, wie er da so steht, könnte man direkt eine Actionfigur draus machen, würde ich mir auf den Tisch stellen. Die Paschulke Actionfigur, ja, berühmt aus der Kartoffelfolge. Es gibt von so vielen US-Serien, auch 20, 30 Jahre später, immer noch Actionfiguren aus einer Szene, da hat er das und das an und das wird jetzt wieder als Actionfigur. Ich hätte jetzt gern diesen, den grünen Paschulke aus der würde ich mir alles hier hinstellen. Egal, jetzt kommen die fünf neutralen Testesser, die unterschiedlicher nicht sein können. Da hätten wir zum einen Frau Schniepel-Dick-Botter vom Landfrauenverband, der ich das überhaupt nicht abkaufe, dass sie beim Land, ein sehr junges Mädchen, die jetzt einfach nur irgendwie sich so ein Dutt gemacht hat und sehr böse guckt, total unglaubwürdig. Realismus, Punkt weg. Dann haben wir Frau von Spey von der Modeschule Bärstadt. Ja, recht attraktive Frau, okay, guckt aber auch extrem böse. Die da auch irgendwas an den Ohren, so schwarze, ganz was hässlich. Immer hängen ganz bestimmt hässlich. So eine Fledermaus, die Peter da hingehangen hat, ich weiß es nicht genau. Ganz hässliche Ohrringe. Dann haben wir noch den Feuerwehrhauptmann Kowalke, okay, gut, realistisch. Dann haben wir Fatma Nuhak, die Leiterin der Rathauskantine. Sehr unsympathisch sieht die aus. Ich finde es aber so, also dass du sagst, sehr realistisch. Ich finde es nämlich genau unrealistisch, wieso? Dass er da mit seiner vollen Montur steht, so, als müsste er gleich zum Einsatz oder hat ein brennendes Haus stehen lassen. Man muss sofort erkennen, dass der von der Feuerwehr ist in seinem Helm. Er hat den Helm noch die ganze Zeit auf. Das stimmt. Das war wieder. Ja, guck mal, bin ich reingefallen. Und man sieht auch im Hintergrund diese wunderschöne Schützenfestdekoration. Einfach so ein paar Wimpelchen, die da rumgespannt sind. Vor allem diese ganzen Leute, die wie beim Verkehrsunfall da rumstehen. Also das scheint denen sehr wichtig zu sein, das Kartoffelthema. Ja, definitiv. Die Statisten hinten sind noch schlimmer, genau. Dann haben wir, wie gesagt, Fatma Nuhak, die Leiterin der Rathauskantine. Die hat einfach so was ganz Normales anguckt, aber auch sehr böse. Mhm. Und dann haben wir noch den Oberstudienrat, jetzt habe ich es nicht verstanden, Dr. Dröge oder Bröge, wer weiß es schon, auch er sieht relativ böse aus. Also diese Fachjury wird das gleich bewerten. Das Regelwerk ist wie folgt, es gibt drei Gänge. Und ja, wer am meisten gerne für sich entscheiden kann, der gewinnt auch dann am Ende. Und dann ziehen wir gleich Konsequenzen. Als erstes gibt es Kartoffelpüree bei Fritz in Lila. Das gefällt uns doch. Ja, wurde dann auch gesagt, wie sieht das denn aus? Oh Gott, kann man das überhaupt essen? So, also dafür, dass die ja alle sich oft für die alten Sorten so einsetzen, wissen sie aber anscheinend überhaupt nicht, dass es lila Kartoffeln gibt. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das ist natürlich, wir hatten 100 Tage Zeit, Werbung zu machen für die große Wettbewerbsveranstaltung. Dafür ist es dann wiederum traurig, wer da gekommen ist. Ja, eben. Aber ich muss dazu zur Ehrenrettung sagen, ich habe das auch noch nie so gegessen. Also ich kenne Kartoffelpüree nur in der ursprünglichen Farbe. Also sieht schon ein bisschen aus wie Knetmasse für mich auch. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es großartig doll schmeckt, vor allem, weil ich ja diese lila Kartoffeln kenne und da rettet dann vielleicht auch viel Butter nichts mehr bei denen. Also ich, wie gesagt, ich finde die gar nicht so gut. Ne? Ah, trotzdem gewinnt Fritz die erste Runde. Im zweiten Gang gibt es Pommes. Mhm. Die werden von Pamela gut überwürzt, wodurch sie ihre Runde gewinnt. Und dann wird es natürlich spannend mit der Pellkartoffel. Bei den Pommes frage ich mich, die müssen noch kalt sein. Hart und kalt, oder? Das ist doch gar keine das muss man mit einbeziehen, genau. Das ist alles schon so fertig da. Also gekocht wird da nicht. Ja, nee, das ist ja das Komische. Aber gut. Und in der dritten Runde gibt's Pellkartoffeln. Und da kommt die Laurentia zum Einsatz, die dann in kleine Stücke geschnitten wird, damit auch genug verfügbar ist für alle Tester und Testerinnen. Hingegen Pamela dann eine ganze Kartoffel jedem verteilt und dann wird probiert. Und ja, man kann es so ein bisschen ahnen, wie es ausgeht. Ne? Steht 1-1, wer wird wohl jetzt gewinnen? Ja, weiß natürlich gewinnt Fritz nicht. Pamela ist richtig wütend. Sie zermalmt eine Kartoffel in der bloßen Hand und sagt, das ist doch völlig unmöglich. Der hat doch gar keine Laurentias mehr. Das ist hier Betrug. Und dann, ja, und dann verrennt sie sich und dann gibt es die Fußspuren als Beweis. Und zur Krönung findet Fritz auch noch in ihrem Auto die ganzen Laurentias. Fritz nicht, hier vor allen Dingen erstmal Keks und dann Fritz. Ja, gut, ja. Also insgesamt, ja, war ein schöner Wettbewerb, ein bisschen absehbar. Ansonsten, nett gemacht. Ich finde das auf jeden Fall gut und auch, ich bin ein bisschen wütend eigentlich auf Pamela, weil ich es total unsympathisch finde, wenn jemand offensichtlich überführt ist und der dann aber
als um irgendwas zu sagen, sagt, ja, das wird mir auch alles zu blöd hier, jetzt gehe ich. Und also sowas Blödes macht das alles ja noch viel schlimmer, als wenn man dann kurz dazu steht. Aber so, ich kenne übrigens die Situation, dass wenn jemand als schuldig oder als Betrüger oder Betrügerin sich entlarvt und dann sagt, das ist mir zu blöd, ich gehe hier besser. Das kenne ich nämlich von den Tankstellen und da musste ich immer ganz schnell die Polizei rufen. Das war sehr, ist gar nicht so witzig. Also da bist du natürlich dann erstmal der Buhmann und dann wollen die wegrennen, dann muss man die aufhalten. Oh, ist das echt mehrfach erlebt. Ja, gut, okay. Also gut. Es nützt alles nichts. Alle wissen jetzt, dass sie hat betrogen und er hat aber, also beides, sie hat betrogen, sie hat quasi wirklich den Wettbewerb manipulieren wollen und er hat trotzdem auch noch ordnungsgemäß gewonnen. Mhm. Also hier kann man sagen, da muss jetzt ein Anbieter gefunden werden, der regionale Sorten anbietet. Entweder macht Fritz das so lange oder, keine Ahnung, der unser, wie hieß er noch, Prötter? Mein Gott, wie heißt er jetzt? Klute. Unser Herr Klute hat auf jeden Fall jetzt, hat den Auftrag, jetzt da jemand Neuen zu besorgen, würde ich sagen. Ja, ich finde, es macht Paschulke mit seiner Mütze. Also wirklich der Vergleich, so Fritz Fuchs trägt so ein kleines Schiffchen auf dem Kopf. Ne? Paschulke so eine Schlumpfmütze. Wirklich so eine Schlafschlumpfmütze auf dem Kopf. Das sieht voll niedlich aus. Es gibt ganz am Ende, habe ich mir jetzt Screenshot gemacht, noch so eine Einstellung, da sieht man Paschulke noch so von der Seite. Er steht einfach nur noch so als Maskottchen daneben und hat auch keinen Auftrag mehr, sondern steht da einfach noch, gehört auch das dazu. Hat auch nichts mehr zu sagen oder so, sondern guckt sich das jetzt einfach nur noch so mit an. Und das voll nie die erste Maskottchenfunktion hier. Ja, und in dieser Einstellung siehst du auch wunderbar, wie Pamela noch ihr komplettes Equipment da stehen hat, von Töpfen und sonst alles. Aber sie geht dann halt einfach. Nee, das wurde jetzt auch so blöd. Das ist ja klar. Ja. Das war auch im Prinzip die Folge. Ich weiß nicht, was ihr macht. Fritz dreht dann halt noch eine Runde schnell. war's. Das war die wunderschöne Kartoffel, wie heißt sie, die letzte ihrer Art? Die letzte ihrer Art, genau. Ja, kann man dazu noch großartig was sagen? Gucken wir mal. Also es muss ja auf jeden Fall jetzt Knollen regnen. Ah, okay, du hast die Einheit gesetzt, es ist Knollen diesmal. Was wolltest du? Nö, bin ich d'accord. Okay, es gibt Knollen. Können wir machen. Okay, gucken wir mal, wie viele Knollen es nun regnet beim Lerneffekt. Okay, ich merke, du hast dich auch schwierig getan. Ich sag's einfach, ich habe 7 Knollen vergeben. Ja, ich habe auch 7 Knollen. Ah, okay. Also da sind wir uns einig. Die Einspieler reißen das raus. Also da ist echt viel drin, weil die Folge selbst erklärt Fritz uns jetzt nicht großartig viel. Das, was Paschulke erklärt, haben wir im Einspieler schon gesehen, dass man die Früchte nicht essen darf. Also da machen es wirklich die ganzen Einspieler. Und davon haben wir ja einige. Also wir haben ja von den Sorten über die Ernte zur Verarbeitung. Eigentlich ist das auch eine Menge an Erklärungen, die ich ertragen kann. Ich habe nicht zwischendurch den Eindruck, ich gucke jetzt Sendung mit der Maus oder so. Aber da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ja, durchaus. Dafür bekommen wir den Kartoffelkäfer. War jetzt auch nicht selbstverständlich. Stimmt, hätte man auch in einer anderen Kategorie setzen können. Also Insekten, Käfer oder sonst irgendwas. Aber nein, der wurde hier noch mit erklärt. Das hat er Peter Lustig voraus. Den gab es da nicht. Ansonsten, ja, natürlich hätte man da noch ein bisschen mehr machen können. Zu den Kartoffelsorten, ich glaube, Laurentia gab es wirklich. Es gibt so viele verschiedene Versionen. Es gibt jede Webseite sagt, oh, es gibt über 150 Namen, so historisch, und die gibt's alle nicht mehr, die sind ausgerottet. Also wirklich Nachweise findet man jetzt auch nicht in der Art und Weise. Deswegen habe ich mir das mal gespart, bevor ich hier was völlig Falsches erzähle. Dann wäre ich nämlich ganz gerne noch auf die ganzen Namen eingegangen. Hätte das in der Folge stattfinden müssen? Na, glaube ich jetzt nicht wirklich. Ja. Naja, ist okay. Also es war so 7, man denkt, ein bisschen mehr in die Tiefe noch, gar nicht so viel mehr. Also das wäre mir auch wieder too much, aber so ein bisschen mehr noch überall, nicht einfach so, es hatte viel so von Aufzählung. Ne? Allerdings fand ich wiederum diesen Clip sehr schön mit dem alten Fritz und so, also ja. Ja, und ich wusste nicht, dass es einen Kartoffelkäfer gibt, sage ich direkt. Ich kannte nur das Wort, ich wusste, dass es einen gibt, der Kartoffelkäfer heißt, aber dass er so eine, solche Ausmaßen hat, das wusste ich nicht, ne? Es gibt ja auch den Ohrenkneifer, ob der auch solche Ausmaßen hat. Hör auf. Ja, sprechen wir irgendwann mal drüber. Ja, lass uns zu was anderem kommen. Realismus. Da lasse ich dir mal den Vortritt. Ja, weil du bist in letzter Zeit auch echt streng geworden. Nee, hier nicht. Heute nicht. Ach so,
Dann sind wir uns vielleicht einig. Oder ich bin dir sogar zu hoch, weil ich gebe 9 Punkte. 8. Okay. Okay, wunderbar. Schön. Ja, kann alles stattfinden. Ja, ich finde jetzt, das finde ich im Verhältnis gesehen in Ordnung. Ja, also wir haben hier keine großartigen Location-Wechsel, wir haben keine irgendwelche absurden Dinge, ja okay, vielleicht ein paar absurde Dinge, aber jetzt auch nicht unmöglich, dass es nie stattfinden kann. Schön, und das gibt wirklich Punkte, ist, dass hier mit Zeit gespielt wird, dass man wirklich sagt, 100 Tage vergehen. Also da kann ja wirklich ja, ganz, ganz wichtig sein. Für den Realismus in diesem Fall. Finde ich wirklich, weil so ansonsten hätte er halt auf einmal diese ganzen Pflanzen gehabt und sonst irgendwas. Finde ich schon ganz gut. Und man muss auch sagen, natürlich am Ende ist es ja eine Unterhaltungsfolge. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, möglicherweise auch gar nicht so gestattet, dass man dann so einen Wettbewerb macht und die dann da aber es ist im Verhältnis, finde ich, eine sehr realistische Folge. Und das hat auch, ja, war jetzt auch nicht die ärgsten Bösewichte da drin oder so. Es war schon in Ordnung. Also sie war ja eher so ein bisschen zickig einfach nur. Ja, die Rolle finde ich eigentlich ein bisschen furchtbar von ihr, aber das spielt da ja nicht mit ein. Nee, wir haben sie auch nicht eingeladen heute hier, Potato Pamela, die übrigens eine sehr große Schauspielvita noch hat. Ne? Hast du sie mal gegoogelt? Also die hat sehr viel gemacht, ja, das ist einfach nur ein ganz kleiner Bruchteil. Jana Palaske hat viele Gastauftritte, muss man aber dazu sagen. Ja, also sie hat nicht in all diesen Serien dauerhaft mitgespielt und in diesem Film, sondern sehr viele Gastauftritte. Aber ansonsten, ja, sie hat noch einiges gemacht. Man sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ne? Also und ist ja auch in Ordnung. Also ich habe manchmal den Eindruck, offensichtlich, jetzt sind sie jetzt erst die zweite mit ihm gewesen, aber seine Gegner, das sind alles so wie Superschurken bei Batman oder so. Also irgendwie, er hat da immer so eine Art comicartige Figuren als Gegner. Mal gucken, wie das weitergeht. Es das treten ja auch sehr viele. Schlumpfmütze auch nicht besser, ne? Nee. Und es treten ja auch sehr viele Comedians auf bei Fritz Fuchs. Und dann wollen wir mal gucken, ob da nicht sehr viele verschiedene Varianten dann an Gegnern noch auftauchen. Also einmal war es Schrotti und jetzt war es Potato Pamela. Mal sehen, welcher Widersacher als nächstes kommt. Ja, und wie das auswirkt auf die Unterhaltung. Soll ich anfangen, möchtest du? Nö, mach ruhig. Ich gönne dir natürlich damit irgendwie den Sieg, dass du mich hast, aber es sind 9 Punkte. Ich fand die wirklich gut, die Folge. Ja. Also das ist eine hohe Wertung insgesamt für die Folge von mir und lässt mich auch doof dastehen, sollten wir irgendwann eine dolle Knolle besprechen und sie weniger Punkte hat, weil dann kannst du definitiv sagen, wieso, das ist doch deine neue Lieblingskartoffelfolge. Das ist ja das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Aber ich kann dagegen nicht viel sagen. Ich würde sie mir auch gerne jetzt nochmal anschauen. Und ich ach was, kann, echt? Ja, und das kann nur dafür sprechen, dass ich sie sehr unterhaltsam fand und 9 Punkte geben muss. Ich meine, das ist ein Thema, du hast ja alles richtig erfasst, das ist ein Thema, das mich interessiert. Es ist total in Ordnung. Es ist wirklich abwechslungsreich gemacht, diese Folge. Ja. Sie macht wirklich Spaß. Ich habe 8 gegeben übrigens. Es ist wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Es ist keine Sekunde langweilig. Es sind sehr viele kleine Szenen drin, die so aneinandergereiht auch irgendwie was ergeben. Du hast Paschulke noch dabei. Du hast diesen Wettbewerb. Du hast aber parallel auch so ein bisschen Spannung drin und ein bisschen Albernes natürlich auch. Schöne Darsteller. Ich finde Herrn Klute gut. Ich hoffe, der kommt jetzt wirklich auch öfter bei uns im Podcast vor. Ich finde, der passt sehr gut und bringt ein bisschen Würze rein. Manchmal da, wo Paschulke jetzt gar nicht mehr so viel Würze geben kann, haben wir jetzt Herrn Klute. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Bewertungssystem bei den Fritz-Fuchs-Folgen nicht komplett anders aufgebaut hätte, weil die sind halt wirklich in der Unterhaltung alle sehr, sehr gut gemacht, weil das neu aufgesetzt wurde. Ne? Ja. Hier ist natürlich immer sehr viel Schauspiel drin, viel mehr als bei Peter. Da wird wahrscheinlich die Unterhaltung hier nie leiden, das glaube ich auch. Ja. Was wir aber schon festgestellt haben, Fritz-Fuchs-Folgen sind eher eine Soap als eine Dokumentation. Ja, genau. Ja. Na gut, ist aber auch damit so, aber trotzdem, in dieser Folge, finde ich, geht's jetzt. Also auch wenn er im Bauwagen ist, dann redet er auch in die Kamera und so. Also ich finde, wir haben jetzt einen guten Misch gefunden. Ja, das war natürlich die verblüffende Entdeckung. Bärstadt war ja absichtlich auf Film angesetzt. Genau. Also das ist jetzt hier schon, also ehrlich gesagt ist das für mich schon wieder mehr Löwenzahn, als ich dachte. Ich hätte jetzt viel Schlimmeres erwartet. Kann ich einstimmen, okay. Okay, na gut, das ist doch eine gute Folge. Ja. Letzte Woche war auch eine wunderschöne Folge. Gab es dazu ein bisschen Feedback? Ja, natürlich. Es gibt immer ein bisschen Feedback. Wir haben natürlich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Also ich habe es gemacht. Ich habe ja letztes Mal gesagt, welche Folge haben wir noch letztes Mal besprochen? Ich werde schon langsam sinnig. Wir hatten die Peter weiß zu. Mit dem Neandertaler. Und da habe ich ja gesagt, das ist unsere erste bauwagenfreie Folge. Das stimmt natürlich nicht. Die Höhlenfolge war ja auch ohne Bauwagen, die Höhlengeschichte ohne Willi, da hat der
Shisha Shisha wieder was dazu geschrieben. Und er sagt auch, Trude ist nicht Peters Tante, er nennt sie auch nie so, es ist einfach nur eine gute Freundin. Ja gut, werden wir mal sehen, wenn wir wieder Trude folgen. Haben wir sie Tante Trude genannt? Weiß ich nicht, offensichtlich vielleicht, ja. Wir hatten, glaube ich, die Tanten auf, weil es war ja Tante Anna war da und ja. Dann haben wir wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch über Trude wieder gesprochen. Okay, das kann sein. Ne? Aber wir müssen ja auch ein bisschen Trude erstmal eine Plattform bieten. Wir kennen sie ja eigentlich nicht wirklich. Das ist ja, muss mal ein bisschen mehr vorkommen. Ja, René Thomas hat es gefallen, dass wir den, den Anthropologen hier rein hatten. Das ist eine Idee, was wir öfter mal versuchen werden, aber nicht jedes Mal. Aber er sagt, man kann das gut ruhig öfter machen. Muss man mal testen, aber ich fand es auch ganz nett. Es soll halt nicht so lang sein. Ne? Also ich hatte schon überlegt, ob wir Trude nicht mal anrufen wollen und sie mal zu einer gesamten Besprechung hier einladen wollen. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen viel verlangt, ne? Ja, aber ob ihr Mann das überhaupt erlaubt ist. Ah, ja, stimmt, das geht. Oh, nee, wenn wir so weitermachen, dann kommt sie niemals zu dem Podcast. Nee, stimmt. Egal. Und dann hat der Goofy-Star, magst du übrigens Goofy von Mickey Mouse? Bist du Fan von Goofy? Ich bin nicht der Disney-Freund, leider. Ich auch nicht so sehr, wenn dann, also von Mickey Mouse selber schon gar nicht, eher so dann von den DuckTales, von den Enten. Aber ich habe auch als Kind immer gedacht, der heißt Goofy. Ich habe wirklich, als ich 20 war, erst verstanden, dass es eigentlich Goofy heißt und nicht Goofy. Ich habe das immer falsch gesagt. Egal. Der schreibt, das mit der Kamerafahrt, also auf die Zähne zoomen, nennt man Hitchcock-Blende. Der hat das wohl erfunden, dieses Ranfahren und Wegzoomen. Ja, da sind wir mit unserem sehr mageren Filmwissen dann leider raus. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, dass wir dann darin belehrt werden. Vielen Dank. Und Fabian Bülke hat bei Facebook geschrieben, euer Podcast verschönert mir als alten Löwenzahn-Gucker immer den Montag. Er hat schon begriffen, dass es immer montags passiert hier. Das ist sehr cool. Haben wir nie diskutiert, ne? Nee, haben wir nie gesagt. Werden wir auch weiterhin nicht sagen. Damit verspielen wir uns vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, dann mal auszusetzen oder an einem Dienst zu setzen oder so. Ja. Man weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Es ist immer wieder aufs Neue eine Überraschung. Jeden Montag neu. Ja, aber zufällig schon wieder Montag erwischt. Oder ganz auch heute. Naja, gut. Ach, Mann. So naja, also ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was du dir als nächste Folge raussuchst. Ich habe ewig überlegt, weil jetzt natürlich ganz gerne ein bisschen Vielfalt haben möchte. Die zerstöre ich mir selbst, weil es schon wieder um Essen geht. Das ist aber nicht gewollt, sondern ich möchte Frau Susemihl kennenlernen. Ah, und ich weiß, in welcher Folge sie auf jeden Fall mal vorkommt. Ich weiß nicht, ob sie öfter vorkommt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Herr Paschulke schon einen kleinen Crush auf Frau Susemihl hat, in Folge 122 eine Ess- und Fressgeschichte. So heißt das? Das ist ja cool. Ja, das ist die, überhaupt um Essen geht, wusste ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es da um eine kleine Liebesbeziehung mit Paschulke geht. Ja, und da bin ich gespannt, wie du also das findest. Also ist tatsächlich auch Frau Susemihl sozusagen, es ist, also wenn wir jetzt mal so begreift, die gab es schon zu Peters Zeiten und dass sie hier in dieser Fritz-Fuchs-Folge wieder Erwähnung findet, das sollte eigentlich jedem richtigen Löwenzahn-Fan das Herz pochen lassen, dass Frau Susemihl immer noch erwähnt wird. Ja, eigentlich schon. Und ich habe es zumindest erkannt, weil ich weiß, dass es eine Frau Susemihl gibt und ich weiß auch, wo sie vorkommt. Aber wie und wann und wo und nochmal, keine Ahnung. Aber ich weiß in dieser Folge definitiv, dass wir was über sie erfahren werden. Ah, okay. Ja, und ich möchte einen kleinen Aufruf machen. Ich darf mir ja nächste Woche wieder eine Folge wünschen. Und da brauche ich Hilfe. Also ich würde einfach alle, die ab jetzt irgendwo mir was schicken oder kommentieren bei uns und sich eine Folge wünschen, aus den Einsendungen der nächsten Tage werde ich dann eine Folge mir wünschen, damit wir wieder einen Hörerwunsch erfüllen. Also, du hast keine Ambitionen, eigene Folgen auszusuchen. Ich merke das schon. Wieso? Mein System ist kaputt. Wieso? Sei froh. Nee, du, ich bin natürlich auch gerne dafür, dass alle Hörer und Hörerinnen auch mit eingebunden werden und ihre Lieblingsfolge nennen. Genau, also jetzt einmal die Chance. Vielleicht kann man das auch dann auslosen oder so. Also es wird garantiert nächste Woche ein Hörerwunsch hier aufgenommen. Okay, also, alles klar. Schlagt mir gern was vor, vielleicht auch mit Begründung, warum unbedingt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nächste Woche auf jeden Fall dann wieder zurück zu Peter Lustig. Aber ja, das war klar, oder? Eine Folge über 100, das ist ja dann die beste Löwenzahnzeit der Welt. Genau, es gab nämlich auch irgendeinen Kommentar, ich weiß gerade nicht mehr von wem, der oder die hat geschrieben, dass es wirklich so aufgebaut ist, Anfangszeit naiver Peter, Mittelteil der beste Löwenzahn-Part und Endteil ist mehr
ich weiß gar nicht, wie es benannt wurde, so Filmdarstellung oder wie auch immer. Ja, aber da wurde halt klar, dass der Mittelteil der beste Löwenzahn ist. Ich habe den Kommentar noch hier. Er hat geschrieben, Frühphase mit einem sehr naiven Peter, die mittlere Phase mit Peter als forschenden und erklärenden Onkeltyp und die Spätphase mit viel Comedy und wieder einem eher naiven Peter. Genau, und wir können uns einigen, dass die Mittelphase die einzig wahre Löwenzahnphase ist. Ja. Und da bediene ich mich jetzt wieder. Okay, sehr schön. Dann geht's nächste Woche wieder ins alte Bärstadt. Freue ich mich. Juhu, ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, da ist ja noch ein bisschen was übergeblieben vom Wettessen. Pamela hat ja alles stehen und liegen lassen. Ich hole mir da mal ein bisschen was von. In den Töpfen ist bestimmt noch was. Ist jetzt nicht die beste Wahl, aber mir schmeckt das schon. Mit ein bisschen Salz geht das. Und ich weiß nicht, was du machst. Ich futter mal kurz. Bis nächste Woche. Ja, alles klar, dann bleibe ich hier und räume auf. Und ich verscheuche erstmal die ganzen Schaulustigen, die hier überall so rumstehen und auch so ganz gierig gucken, was hier noch passiert. Hier passiert nicht mehr viel. Ich räume jetzt hier auf. Kommt gut nach Hause. Bis nächste Woche. Kalt und Einheitsbrei schmeckt nach nix. Boah, Pommes total überwürzt. Toll, jetzt habe ich das auch noch alles auf mein Gewicht drauf gesetzt. Hat nicht mal geschmeckt. Ich würde sagen, um das wieder loszuwerden, drehe ich mal eine Runde. Bis nächste Woche.